Willkommen zu einer neuen Folge von 7 Days to Die. Ich habe mich zwischenzeitlich mal kurz hier ein bisschen ins Schneebiom reingestellt, damit mein Charakter ein bisschen abkühlt. Sind ja aktuell immer noch 97 Grad Fahrenheit. Und als allererstes muss ich mir jetzt mal eine neue Steinaxt craften, nachdem die alte kaputt gegangen ist. Ist das erstmal das Allerwichtigste an der Stelle. Ich sollte mir vielleicht auch überlegen, ja, ich bin eh in der Nähe. Dann schmeißen wir nämlich gleich den ganzen Krempel hier rein, den ich aktuell nicht brauche. Halt, die brauchen wir noch. Weg, 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 weg. Weg mit dem ganzen Müll. Brauche ich sowieso zwischenzeitlich nicht, damit wir zumindest ein leeres Inventar haben. Die Steine habe ich schon wieder weggenommen. So, jetzt passt's, genau. Gut, dann können wir uns nämlich da auch gleich eine Steinaxt craften. So, fertigen. Denn dann würde ich ganz gerne... Ui. Wollte ich gerade sagen, würde ich ganz gerne auf Looting-Tour gehen, aber ich habe nur noch 4% an Wasser übrig. Mein Charakter wird also gleich durstig werden. Gut. Ich kann ja auch Schnee nehmen, um die leeren Gläser zu befüllen. Ist das jetzt Schnee, was ich da sammle? Normalerweise schon, oder? Snowball, genau. Dann sammeln wir da nämlich gleich noch ein bisschen. Ich habe zwar trübes Wasser auch, aber wenn ich schon das Lagerfeuer dann gleich anschmeiße, soll sich es auch rentieren. So, leere Gläser haben wir hier. Die nehmen wir mit, die nehmen wir mit, die nehmen wir mit, das nehmen wir mit und das nehmen wir mit. Gut, genau. Weil dann schaue ich mal eben hier wieder aufs Dach rauf. Na, jetzt. So, zack. Und zack, zack. Perfekt. Denn ich muss hier sicherlich noch die ein oder andere Nacht verweilen hier oben. Von daher können wir uns da auch gleich ein bisschen gemütlich einrichten an der Stelle. Kochtopf können wir hinsetzen und Kochgrill. So, Snowball und Glaskrug ergibt Flasche drübers Wasser. Und genau das möchte ich auch herstellen. Kohle nehmen wir hierfür. Und ja, dann craften wir einfach mal drauf los. Hier gleich das normale Wasser hinten nach. Sehr schön. Da zwar jetzt eine Zeit lang, aber wir können in der Zwischenzeit wieder Ressourcen farmen. Uah. Gefährlich. Gefährlicher Abstieg. Soll schon Leute gegeben haben, die sich da die Beine gebrochen haben. Mich eingeschlossen, wohlgemerkt. So, restliches Zeugs schnappe ich mir jetzt auch, denn dann verstauen wir einfach alles oben. Haben wir uns noch ein, zwei Kisten hin. Ah ja, sagt eh schon, du bist durstig. Aber nicht mehr lange, wir haben ja gleich was zu trinken. Gut, Truhe, wo haben wir sie denn? Gesicherte Aufbewahrungstruhe, da ist sie auch schon. Bauen wir mal eine. Für den Anfang. So, menschliche Scheiße packen wir auch gleich rein da. Die möchte ich eigentlich gar nicht in meinem Inventar drin haben. Bäh, ist ja ekelhaft. Aber weg damit mit dem ganzen Zeugs. Dip, dip. Fackel nehme ich mit. Sonst wird es wieder so finster wie in der letzten Folge. So, und dann holen wir das restliche Zeugs auch gleich. Nämlich alles gleich sauber verstaut. Auch wenn noch nicht sauber sortiert, aber das ist ein anderes Thema. Gut. Perfekt. Rauf mit dem Zeugs. Alle hopp. Gut. So. Schauen wir gleich mal, ob es Wasser fertig ist. So, 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 so.
da eine Flasche drüber, so Wasser haben wir schon. Dann machen wir jetzt da auch noch 10 Flaschen normales Wasser draus. Ah, glasklar. Tut das gut. So, weg mit dem ganzen Zeugs. Immer runter damit. Perfekt. Ich könnte mir sowieso eigentlich gleich... Hab noch 3 Schneebälle gehabt, oder? Machen wir gleich nochmal. 3-mal Flasche trübes Wasser. Gut. Und während der craftet, schaue ich mal ein bisschen in den Wald hier rein. Und sammle noch ein bisschen. Denn Holz und Steine kann man nie genug haben. Und Pfeile, glaube ich, haben wir sowieso. Ja, 77 zwar noch, aber die gehen schneller weg, als mir lieb ist. Von daher sammeln wir heute ein bisschen. Gehört auch dazu. Ui, Scrub, Plastik, Heidelbeeren, Snowberries. Wieder wohin das Auge reicht. Kohle können wir auch gleich mitnehmen. Kann man auch immer brauchen. Bauen wir einfach mal einen Block ab. Das reicht dann auch vollkommen für den Anfang. So, Bauwerkzeuge ist jetzt auf Level 5 sogar schon. Dann schauen wir doch gleich mal. Skills. Aber Werkzeugschmied kann ich noch nicht kaufen, gell? Weil ich 3 Punkte bräuchte. Nee, hätte ich sogar. Player Level 5. Und was habe ich? Level 3. Ui, da sind wir noch weit entfernt. Muss ich ja direkt ein paar Zombies killen. Damit ich da fleißig Erfahrungspunkte sammle. Da hinten rennt eh schon einer rum. Dann wird der auch gleich dran glauben müssen. Gut, das können wir schön brauchen. Das Zeugs, na, bleibt gleich mal stehen hier. Gut, sehr schön. Der ging durch. Nächster Treffer. Und? Oh ne, oh ne, oh ne. Es war nicht so gemeint. Tut mir leid, ich war's nicht. Ich war's nicht. Sag mal, fall halt um jetzt. Jetzt oder? So, Messer gezückt und mach mal wieder einen Langhals draus. Puh. Eine Pudelmütze. Da hinten geistert noch einer rum. Ah ja, und da unten fängt anscheinend das grüne Biom an. Na komm, halt dich still. Schadensbonus schleichen, wieder mal. Ui, der fällt schon beim zweiten Schuss, dann nichts wie hin. Chrysanthemum-Seed, okay. Saatgut anscheinend. Was jetzt noch recht wäre, wäre so ein Hirsch. Dann hätte ich gleich ein bisschen Fleisch auf Lager. Für schlechte Zeiten. Denn mein Dosenfutter wird auch nicht ewig halten. Aber leider. Da hinten wäre eine Wildsau. Aber vor denen habe ich irgendwie gehörigen Respekt. Ich glaube, die killt mich. Die Wildsau. Da ziehe ich den kürzeren. Aber ich hätte zumindest eine Knarre hätte ich auch dabei, gell? Ah, hätte ich sogar. Dann könnten wir ja auf Wildschweinjagd auch gehen. Hm, heute Abend Wildschwein, das wäre doch was. Komm, was machen wir jetzt? Ah, wo bist du denn? Da hinten treibt sie ihr Unwesen. Ah, nicht mehr lange. Oh Scheiße. Oh Scheiße, im Schweinsgalopp. Haha, ging sogar. Die hätte ich mir jetzt schlimmer vorgestellt.
Und Level Up sind wir auch schon. Da gibt es heute lecker Wildschwein zum Abendessen. Haha, Wildschweinbraten. Dann holen wir uns aber die zweite Wurz auch gleich noch. Vorausgesetzt, die ist da irgendwo. Irgendwo da hinten war sie ja. Wie schaut es eigentlich temperaturmäßig aus, weil ich glaube ich immer noch oberkörperfrei rumrenne, oder? Ui, dann nichts wie anziehen den Mantel. Sonst hole ich mir eine schöne Erkältung. Oh Mann, das ging daneben. Ah, der hat aber gesessen. In den Rücken. Aber entweder, ich glaube, der checkt gar nicht, wo der Schuss herkam, oder? Kann es sein? Jetzt oder? Hat das gecheckt? Ah ja, und da ist auch die Wildsau. Na komm jetzt her. Kollege, wenn du nicht gleich umfällst. Gut. So, Schweinchen. Anvisieren. Feuer. Hehe. Sehr gut. Bin nur gespannt, bis wann mich der erste Bär jetzt hier kalt macht. Oder ein Wolf. Weil hier im Schneegebiet wird es die wahrscheinlich auch irgendwo geben, aber zum Glück bisher noch keine Bekanntschaft mit denen gemacht. Aber es kommt wahrscheinlich früh genug. Da bin ich mir sicher. Da gibt es noch irgendwo Wildschwein zum Jagen. Jetzt bin ich im Jagdfieber. Aber es schaut zumindest nicht so aus, als würde sich da noch irgendwo was rumtreiben. So auf die Schnelle. Da hinten sind nur Zombies. So, leere Dosen und da glaube ich, sind wir jetzt eh schon. Ja, genau. Das grüne Gebiet. Oh, schneit's ja auch, okay. Nee, jetzt nicht mehr. Aber neblig ist. Ah, jetzt der strahlende Sonnenschein. So mag ich das. Angenehm. Gut, dann packen wir hier aber auch gleich ein bisschen Golden Rod ein. Wenn wir welchen finden. Ist immer noch versteckt. Gut. Golden Rod. Wo gibt's Golden Rod? Normalerweise hier. Ah, da hinten. Habe ich schon gelbe rausblitzen sehen? Da auch. Und Clay könnten wir uns bei der Gelegenheit auch gleich hier beschaffen. So, ganz fleißig E drücken. Alles mitnehmen. Was wir finden. Zack, zack. Na, komm. Kommst du mit in die Tasche? Put, 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 put. Gut, versteckt bin ich immer noch. Haben wir eine Schaufel? Nein, haben wir natürlich nicht. Schaufel, Steinschaufel. Das war jetzt mehr provisorisch, aber besser als nix. Denn den Clay brauchen wir auch später dann für die Forge. Von daher mal da gleich ein bisschen fleißig sammeln. Nur ein bisschen aufpassen, ob mich nicht gleich irgendwo ein Zombie wittert, denn sind ja rundum dumm.
immer noch versteckt. Dann sammeln wir mal still und heimlich weiter. Ah, der eine nähert sich gefährlich. Zu nahe für meinen Geschmack. Hasta la vista. Wirst du wohl jetzt umfallen? Ui, sogar Essen für uns dabei. So, Golden Rod. Ui, da hinten war ein Hirsch. Und Zombies. Das Jagdfieber bekommt mich wieder. Den Hirsch möchte ich auch noch mir holen. Bei der Gelegenheit. Müssen wir alles nehmen, was wir kriegen können. Aber als allererstes mal den hier ausnacken, komm. Bleib stehen. Ja, gut. Treffer versenkt. Zweiter Treffer versenkt. Gut, perfekt. Dann still und heimlich weiter. Jetzt oder? Ui, ein Business-Zombie anscheinend. War ein Business-Zombie. 41 mal Old Cash. Weg damit. Brauchen wir nicht mehr. Und da hinten ist auch schon wieder eine Stadt oder zumindest eine Ansammlung von mehreren Gebäuden. Ja, interessant. Da haben wir also viel Looting-Möglichkeiten in der Umgebung, in der Region. Sollte uns mal oben der Loot in der Stadt ausgehen, was sicherlich nicht so schnell der Fall ist. Aber man muss ja auch immer die Augen offen halten. Nach neuen Dingen. Nach neuen Lootplätzen. Und von daher na, komm, aber jetzt treffe ich dich. Was sag mal. Jetzt aber. Ja, Treffer. Headshot. Wieder ausgenockt. Gut. Wie viel brauche ich jetzt noch Erfahrungspunkte? Bis zur nächsten Stufe. Wo sehe ich es gleich wieder? Sehe ich da irgendwo meine Erfahrungspunkte? Ich dachte, die sehe ich irgendwo immer. Bin ich jetzt so blind, dass ich selbst meine eigenen Erfahrungspunkte nicht mehr sehe? Bis zum nächsten Level up, oder wie? Nee. Gut. Aber zumindest sehe ich, dass wir ein volles Inventar haben. Und dass es dann Zeit ist, Richtung Basis zu gehen. Es wird eh schon wieder dunkler. Die Sonne neigt sich langsam dem Horizont zu. Der Abend beginnt. Und ich geister noch immer hier in dem Gebiet rum. Ui. Aber der muss noch sterben. So. Dich nehme ich mit. Zack. Brass Door Knopf. Zerlegen. So, versteckt und Level 5. Perfekt. Das heißt, beste Voraussetzung für die nächste Folge von 7 Days to Die. Ich sag mal wieder, danke fürs Zusehen. Macht's gut. Ciao.